Ich habe überhaupt gar keinen Durchblick mehr. Premier Access, Standby Pass, Mastercard Tickets für die neue Show. Was das alles ist, das erkläre ich euch nach dem Intro. Vergangenes Wochenende haben wir im Disneyland Paris verbracht und das haben mich euch ja auch alles in den letzten Vlogs gezeigt. Wir haben meinen Geburtstag dort gefeiert im Marvel Hotel. Wir haben die David Crockett Ranch besucht und die neue Show Disney Junior Dream Factory. Wir haben sehr, sehr viel erlebt, sehr, sehr viel gemacht und es war einfach nur durch und durch wunderschön. Die letzten Vlogs sind ja alles Vlogs aus dieser Zeit, also von diesem Wochenende. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall mal da rein. Ich habe natürlich auch allerlei Fragen bekommen, gerade bezüglich der Mastercard-Tickets für die Dream Factory oder dem Standby-Pass. Ja, und ich hatte natürlich nicht die Zeit, euch das dort alles so ausgiebig zu erklären und dann immer aufzuschreiben. Ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Deshalb denke ich einfach mal, ist es besser, wenn wir das ganz kurz hier in einem kurzen und knappen Video miteinander besprechen. Fangen wir an mit den Mastercard-Tickets für die Disney Junior Dream Factory. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Mastercard-Tickets gab es schon mal vor einigen Jahren im Disneyland Paris. Das heißt, Mastercard ist ein offizieller Partner des Resorts und es werden immer so zwei oder drei Reihen in dieser Show, in der Disney Junior Dream Factory, freigehalten für Mastercard-Kunden. Natürlich darf nicht jetzt jeder, der eine Mastercard vorzeigt, sich dann dort hinsetzen. Ihr müsst euch vorher natürlich einen Platz reservieren. Das ist komplett kostenlos. Ihr macht das Ganze aber zwei Stunden vor jeder Show. Also die Show läuft im Moment ja viermal am Tag. Ich glaube, das sind 12 Uhr, 13.20 Uhr, dann gegen 16 Uhr und 17 Uhr. Zwei Stunden vor jeder Show geht ihr zu dem Studio Services. Das ist direkt vorne am Eingang der Walt Disney Studios, da wo ihr auch die grüne Karte bekommt oder praktisch die City Hall der Studios. Dort geht ihr zwei Stunden vor der Show hin und sagt, dass ihr gerne Mastercard-Tickets haben möchtet. Wenn ihr Glück habt und früh genug dort seid, dann bekommt ihr diese Tickets auch. Ich glaube, es sind 5 Stück pro Person, was möglich ist. Mehr geht dann wohl nicht. Und wenn die dann weg sind, dann sind sie weg. Das geht meistens sehr, sehr schnell und ihr solltet euch auch zeitig beeilen. Wenn ihr jetzt beispielsweise morgens um 10 Uhr dorthin geht und ihr wollt Karten für um 16 Uhr haben oder für um 13 Uhr, geht das nicht. Beispielsweise um 10 Uhr bekommt ihr nur Tickets für die Show um 12 Uhr. Das ist ganz wichtig. Das war damals ganz anders. Ihr habt bei der Superhelden-Show im Cinemagic Theater damals auch diese Mastercard-Tickets bekommen und ihr konntet die dann für den ganzen Tag in der City Hall euch abholen. Also ihr habt dann angezeigt bekommen, ja, für dann und dann sind noch Tickets da und dann habt ihr die bekommen. Jetzt ist die neue Regelung, immer nur zwei Stunden vor jeder Show könnt ihr euch diese Tickets holen. Ganz wichtig zu wissen ist, die Show kostet keinen Eintritt. Die Shows sind im Disneyland Paris immer kostenlos. Es ist tatsächlich nur so ein Vorteil für Mastercard-Inhaber, sich diese Plätze dann zu nehmen. Die sind schön mittig, sind schön hochgelegen, habt ihr von da aus einen sehr, sehr schönen Blick, also sie sind schon sehr, sehr gut und ihr habt natürlich etwas weniger Stress, wenn ihr diese Tickets gesichert habt, weil ihr müsst dann nicht ganz so früh Schlange stehen. Im Moment ist die Show natürlich total überlaufen, sie ist wunderschön. Die Simone hat sie gerade eben hochgeladen, also wenn ihr die Show noch nicht gesehen habt und auch in naher Zukunft nicht die Chance habt, sie live zu sehen, dann schaut auf jeden Fall mal bei Moni Maus vorbei. Dort könnt ihr euch die komplette Show Disney Dream Factory anschauen. Weiter geht's mit dem Disney Standby Pass. Ja, der Disney Standby Pass ist eine der Sachen, die den alten Fastpass ablöst. Wir alle oder alle Leute, die ins Disneyland öfters gefahren sind oder öfters fahren, kennen den Fastpass. Das sind diese tollen Automaten, die an großen Attraktionen, beispielsweise am Tower of Terror, stehen. Dort habt ihr eure Eintrittskarte oder Jahreskarte vorgehalten, dann kam ein kleines Kärtchen raus und irgendwann über den Tag hattet ihr so ein Zeitfenster, da konntet ihr zurückkommen und durftet dann durch den Fastpass-Eingang reingehen und dann die Attraktion schneller fahren. Ihr musstet dann nicht in die normale Warteschlange. Dieses System ist leider nicht mehr da, was wirklich sehr, sehr schade ist. Aber es gibt zwei Alternativen und die möchte ich euch natürlich jetzt etwas näher bringen. Ich kann sie euch nicht komplett zeigen, wie sie genau funktionieren, weil eins der Systeme funktioniert tatsächlich noch nicht. Das startet erst am 5. August, also in der nächsten Woche. Aber wir können auf jeden Fall schon mal darüber reden und euch darüber informieren, wie das dann in Zukunft dann so aussehen wird. Fangen wir an mit dem Disney Standby Pass. Ja, der Disney Standby Pass funktioniert im Moment nur bei einer Attraktion und zwar bei Crush Coaster. Der Crush Coaster, wie ihr wisst, also auch wieder die Leute, die sehr, sehr oft nach Disneyland fahren, wissen, der ist immer sehr, sehr überlaufen, da ist immer sehr, sehr viel los und da Warteschlangen
wenn man sich nicht morgens sofort nach der Eröffnung dort anstellt, dann steht man da sich die Beine in den Bauch. Das kennt jeder von uns oder jeder, der den Crush Coaster fährt. Disney hat dort den Standby-Pass eingeführt. Das ist so ein System, wo ihr, ich glaube, es ist 11 Uhr und 13 Uhr, dort könnt ihr euch dann auf der Disneyland Paris App, also das heißt, ihr müsst euch die App herunterladen. Das werde ich jetzt einfach mal ganz kurz tun euch dann. Ich hoffe, dass man es gut sehen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich habe die App heruntergeladen. Das heißt, ich hatte sie natürlich schon. Ich habe sie jetzt einfach nur geöffnet. Und ihr müsst euch auf jeden Fall erstmal ein Profil anlegen, ein Disney-Account. Wenn ihr schon einen Disney-Account habt, dann könnt ihr euch einfach hier unten auf Profil einloggen. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist schon mal das Schwierigste getan. Dann habt ihr die Möglichkeit, eure Eintrittskarten oder Jahreskarten zu hinterlegen. Für alle, die eine Jahreskarte haben und die eh schon im Disney-Portal eingetragen sind, weil sie immer ihre Termine reservieren müssen, da sind die Karten dann schon automatisch hinterlegt, also es ist dann überhaupt gar kein Problem mehr. Tagestickets müsst ihr natürlich dann direkt am Anfang, wenn ihr Tagestickets bekommt, die dort eintragen. Es ist immer so ein QR-Code drauf, den könnt ihr ganz einfach einscannen, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie funktioniert der Standby-Pass und wie kann ich mich jetzt am schnellsten bei Crush Coaster anstellen? Ja, es gibt immer zwei Timeslots am Tag und also im Moment ist es, glaube ich, 11 Uhr und 13 Uhr. Es ist ohne Gewähr, ich denke mal, das kann sich auch ändern, da immer aktuell in die App reinschauen. Wenn wir jetzt den Crush Coaster aufrufen auf der Karte, kann ich dort draufklicken und sehe, ach ja, der ist ja jetzt geschlossen, aber das liegt daran, dass wir jetzt schon 20 Uhr haben, aber ist kein Problem, denn ich kann mir das trotzdem anschauen und dort steht dann Book this Attraction. Wenn ich dort draufklicke, bekomme ich dann gesagt, dass es im Moment keinen Standby-Pass gibt, also die sind im Moment nicht verfügbar, aber dass es in zugewiesenen Zeitfenstern wieder Tickets gibt. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben morgen früh, also oder Vormittag und wir haben 11 Uhr, dann sehe ich diese Seite und bin natürlich dann schon um 10.59 Uhr total nervös, klicke dann hier unten auf Buchen Sie einen Standby-Pass, wenn dann Punkt 11 Uhr ist oder Punkt 13 Uhr, komme dann, wenn er das jetzt mit mich zulässt, auf eine andere Seite. Das kann ich euch nicht zeigen, weil da sind die Namen hinterlegt, die in meinem Account hinterlegt sind. Dort klickt ihr dann die Personen an. Ihr könnt mehrere Personen natürlich hinterlegen in eurer App, die mit Crush Coaster fahren wollen. Die klickt ihr einfach an und geht dann unten auf Bestätigen. Dann bekommt ihr einen QR-Code angezeigt und eine Zeit, die euch praktisch das Zeitfenster damals, wie beim Fastpass ist es so, anzeigt, wann ihr Zutritt zu dieser Attraktion habt. Es ist tatsächlich im Moment so, dass ihr nur Zutritt mit dem Standby-Pass zum Crush Coaster habt, außer morgens nach der Öffnung und abends. Diese Zeiten variieren aber auch laut dem Disneyland Paris. Also da sich ganz genau informieren, wenn man keinen Standby-Pass bekommen hat für Crush Coaster, gibt es wohl auch die Chance, sich normal anzustellen, aber das entweder ganz früh am Tag, bevor es überhaupt Standby-Pässe gibt, oder später am Abend, kurz bevor der Park dann schließt, also die Walt Disney Studios natürlich. Dieses Standby-Pass-System ist, ja, ich finde es, alle Leute, die die Lineberty-App kennen, die Lineberty-App ist ja eine Zeit lang dafür eingesetzt worden, um Character-Meet-and-Greets sich zu buchen, die wissen genau, was das für ein Stress ist und innerhalb von Sekunden sind diese Standby-Pässe auch meistens dann schon vergeben. Also wenn ihr wirklich Interesse habt, dann seid schnell und versucht es einfach. Wir hatten es am Wochenende versucht, das heißt, Simone hat es versucht und hatte da auch zweimal Glück. Es war auch gar nicht so der Ultra-Stress, weil sie halt eben pünktlich sich eingeloggt hat und dann ging es dann auch. Also auf jeden Fall ist das eine tolle Sache, aber im Moment nur für Crush Coaster und ob sich das noch weiter durchsetzt bei anderen Attraktionen, das wird die Zeit zeigen. Wichtig ist zu wissen, das habe ich gerade eben schon mal erklärt, der Standby-Pass ist nur zu gewissen Zeiten am Tag erhältlich und ihr könnt auch immer nur einen gleichzeitig haben. Also das heißt, ihr müsst erstmal einen aufbrauchen, um dann wieder den nächsten zu ziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn euer zugeteiltes Zeitfenster begonnen hat, gehen wir mal davon aus, der Standby-Pass zeigt an, ihr sollt zwischen 14 und 14.30 Uhr zu Crush Coaster kommen, dann könnt ihr in der Zeit natürlich dann schon neu buchen. Also das Zeitfenster muss angebrochen sein, damit ihr wieder neu buchen könnt. Das ist praktisch genauso wie damals auch beim Fastpass-System. Da war es dann auch, wenn die Zeit vom Fastpass begonnen hat, dann konntet ihr euch dann auch einen anderen Fastpass ziehen. Es ist nicht möglich, den Standby-Pass an eine andere Person zu übertragen oder zu stornieren. Also ihr solltet diesen Pass dann tatsächlich auch nur dann buchen, wenn ihr auch wirklich sicher seid, dass ihr die Attraktion nutzen wollt. Und um es euch vielleicht auch ein bisschen einfacher zu machen, wenn ihr als Familie unterwegs seid oder als Gruppe mit vielen Freunden, dann lockt alle
Karten in eine App ein, um es euch einfacher zu machen. Wenn ihr jetzt beispielsweise 5 Leute sind und 5 Leute müssen dann versuchen, so einen Standby-Pass zu kriegen, dann habt ihr nachher vielleicht unterschiedliche Zeiten oder bei einem klappt es überhaupt nicht. Das ist total Mist. Macht es dann einfach nur über eine App, legt da jede Karte dahinter, also jede Jahreskarte hinterlegen oder jedes Tagesticket oder was weiß ich, jeder Dreampass, den ihr habt, um dann schneller und dann auch gleichzeitig fahren zu können. Die nächste Neuerung, die ab 5. August dann in Kraft tritt, ist der Disney Premier Access Pass. Und was ist das genau? Ich lese euch das einfach mal vor. Sie lieben Geschwindigkeit, der Disney Premier Access ist ein kostenpflichtiger, das muss man schon mal wissen, ein kostenpflichtiger Service, der Ihnen schnellen Zugang zu einigen unserer beliebtesten Attraktionen verschafft, mit begrenzter Verfügbarkeit. Was bedeutet das denn jetzt genau? Und dann auch noch, warum kostenpflichtig? Und was bedeutet kostenpflichtig? Wie hoch sind die Kosten? Ja, die sind nicht ganz ohne, aber das beleuchten wir dann jetzt auch nochmal ganz genau. Fangen wir ganz von vorne an. Wie kann ich mir eigentlich einen Premier Access Pass buchen? Das Wichtige ist, ihr könnt den nur vor Ort buchen. Also ihr müsst euch im Disneyland Paris aufhalten, um so einen Pass buchen zu können. Es ist praktisch genauso wie beim Standby Pass. Ihr müsst euch die Disneyland Paris App herunterladen, ein Profil anlegen oder euch mit eurem vorhandenen Disney-Profil anmelden. Das ist ganz genauso wie beim Standby-Pass, was ich eben erklärt habe. Dann ist es so, dass ihr auch dort alle Tickets, also entweder Tagestickets, eure Dream-Pässe, also diese Magic-Pässe, die eure Hotelkarte auch sind, oder eure Jahreskarten, müssen in dieser App hinterlegt sein. Auch das ist identisch mit dem Standby-Pass. Sobald ihr jetzt im Disney Park seid oder in den Walt Disney Studios, könnt ihr euch dann in die App einloggen und schauen, bei welcher Attraktion noch diese Premier Access Pässe verfügbar sind. Wenn ihr euch dann geeinigt habt, wer dann zum Beispiel bei Big Thunder Mountain alles mitfahren möchte, dann könnt ihr dann die einzelnen Personen, also die einzelnen Karten anklicken. Ihr müsst dann bezahlen. Wie die Bezahlung abläuft, das weiß ich leider noch nicht. Das müssen wir dann tatsächlich mal ausprobieren, wenn wir vor Ort sind oder jetzt auf Erfahrungsberichte hoffen von Leuten, die dann jetzt das in der nächsten Woche vielleicht mal testen, aber ich gehe mal aus, dass es wieder Kreditkarte sein wird, vielleicht auch PayPal. Ich denke mal einfach die Zahlungsarten, die Disneyland auch auf der normalen Buchungsseite anbietet, die werden dort auch angeboten werden. Und wenn ihr dann das gebucht und bezahlt habt, bekommt ihr auch wieder einen QR-Code angezeigt, der praktisch wie beim Standby-Pass genauso dann eure Eintrittskarte zu dieser Attraktion ist. Ihr habt wieder ein gewisses Zeitfenster und dann habt ihr schnelleren Zugang zu dieser Attraktion. Die Premier Access Eingänge sind tatsächlich die, die damals auch die Fastpass Eingänge waren. In den letzten 48 Stunden hat man immer mehr Bilder aus dem Disneyland Paris gesehen, wie diese Schilder, diese Fastpass Eingänge waren ja sowieso schon eliminiert, die waren gar nicht mehr da, davon hat man nichts mehr gesehen, auch die Automaten sind weg und da steht jetzt überall Premier Access. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel Space Mountain fahren wollt, wisst ihr, dass es auf der linken Seite hoch zu den Fastpässen geht. Bei Big Thunder Mountain wisst ihr auch diesen extra Eingang, aber das ist ja bei jeder Attraktion anders, aber die Leute, die schon öfters im Disneyland Paris waren, die wissen das. Wenn ihr das nicht wisst, dann schaut einfach in die App, da bekommt ihr das auch nochmal angezeigt, wo dann der jeweilige Eingang ist. Solltet ihr jetzt im Park sein oder in den Parks und ihr habt gar kein Mobiltelefon dabei oder ihr habt kein Auslandsinternet, könnt ihr euch natürlich ins WLAN von Disneyland einwählen. Das ist komplett kostenlos, ist überhaupt gar kein Problem. Wenn ihr das aber auch nicht machen wollt, dann könnt ihr natürlich auch in die City Hall gehen oder auch zu den Studio Services in den Walt Disney Studios und euch dort euren Premier Access Pass kaufen. Tja, aber wie ist es jetzt mit dem Preis? Was kostet denn dieser Premier Access Preis? Pass denn überhaupt? Ja, es ist so, dass der Preis pro Gast und Attraktion variiert und das auch je nach Tag des Besuchs. Also es liegt am Gast, welche Attraktionen ihr macht und natürlich zu welchem Zeitpunkt ihr da seid. Am Wochenende ist es natürlich teurer als in der Woche, wenn weniger los ist. Und die Preise variieren zwischen 8 und 15 Euro pro Person. Also das muss man sich dann schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Seid ihr beispielsweise eine Familie mit 4 Personen und ihr seid jetzt am Wochenende da und ihr möchtet eine der 15 Euro Attraktionen schneller fahren oder sofort fahren, würde euch der Spaß 60 Euro kosten. Das ist schon echt hart und echt krass. Und wenn man mal sieht, wie das dann früher mit dem Fastpass-System war, tut das schon echt sehr, sehr weh. Ich fand es immer völlig in Ordnung, dass sie diese Fastpässe angeboten haben, die
wo man sich einfach keinen mehr ziehen musste. Man konnte sich dann so einen Pass kaufen, meinetwegen für 100 oder 200 Euro. Und dann konnte man immer durch den Fastpass-Eingang laufen. Ne, das war für mich völlig okay. Das haben eh nicht viele gemacht. Aber dass jetzt wirklich jeder dafür so viel Geld bezahlen muss, und zum Beispiel, wir haben eben über den Splend-Bypass geredet, das gilt nur bei Crush Coaster, da ist das schon echt krass. Ne? Aber welche Attraktionen sind denn jetzt überhaupt dabei? Also welche Attraktionen unterstützen überhaupt den Premier Access Pass? Das muss ich auch wieder ablesen, denn es sind einige. Es ist natürlich der Big Thunder Mountain. Das war logisch. Das ist eine der beliebtesten Attraktionen im Disneyland Paris. Es ist Peter Pan. Es ist bei Ratatouille. Dann haben wir Buzz Lightyear. Wir haben den Hyperspace Mountain, Star Tours und den Tower of Terror und zuletzt auch noch Autopia. Das sind alles die Attraktionen, die ab 5. August den Premier Access Pass anbieten, der, wie gerade eben besprochen, kostenpflichtig sein wird. Kann jeder den Disney Pass kaufen, den Access Pass? Kann jeder kaufen, sofern ihr ein Kundenkonto bei Disney habt. Also ihr müsst in der App unbedingt eingeloggt sein. Wenn ihr nicht schon ein Konto habt, wie eben schon besprochen, dann müsst ihr euch dort registrieren, damit das dann einfach über diese App ablaufen kann. Solltet ihr das alles nicht wollen, dann in die City Hall gehen oder zum Studio Service in den Walt Disney Studios. Natürlich könnt ihr auch in der App euch die eure gekauften Pässe dann anzeigen lassen. Es gibt dann so einen Unterpunkt, der nennt sich dann meine Premier Access Karten oder QR-Codes anzeigen. Und wenn ihr dann da draufklickt, dann bekommt ihr den QR-Code angezeigt, den ihr beim Eingang der Attraktion dann vorweisen müsst. Ne? Also das ist alles kein Problem, das ist kein Hexenwerk. Das ist genauso wie eure Eintrittskarte, die dann auch hinterlegt ist. Es ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache, muss ich ja sagen, dass diese Disneyland Paris App, das war damals nicht mehr als ein interaktiver Parkplan oder man konnte dann vielleicht auch mal die Restaurants gucken, was es wo gibt und so und die Öffnungszeiten. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass es immer interaktiver wird. Ihr habt die Möglichkeit, ja auch eure Restaurant dort zu reservieren. Jetzt die Sache mit den Pässen. Finde ich ja auch alles ganz schön, dass man das machen kann. Ich finde den Preis halt nicht in Ordnung. Das ist die eine Sache. Ne? Beim Standby-Pass, da bin ich noch völlig dabei. Das sehe ich ja irgendwie noch ein, dass es so eine Möglichkeit gibt, die gratis ist. Aber bei dem Premier Access bin ich raus. Ich werde es natürlich vielleicht dann schon mal testen, wenn wir da sind, um überhaupt das Ganze mal zu machen, um es euch dann auch zu zeigen. Aber ob das wirklich viele Leute nutzen, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Vielleicht werden da auch irgendwelche Angebote mal kommen oder wenn ihr eine Hotelübernachtung macht, ist sowas mit dabei. Das kennt ihr ja zum Beispiel, wenn man ins Phantasialand fährt und ihr übernachtet im Hotel Charles Lindbergh, dann bekommt ihr zwei Fastpässe praktisch für Fly mit dazu. Sowas kann ich mir vorstellen, dass Disney sowas vielleicht macht, aber dafür ist es noch viel zu früh, darüber fachzusimpeln. Es ist eine schwierige Kiste. Wie gesagt, ich bin immer noch so ein Anhänger vom alten Fastpass, fand das immer noch ein tolles System und war darüber auch immer ganz glücklich und habe dann auch immer so auf andere Parks geschaut und habe gedacht, ah ja, hier Phantasialand zum Beispiel, die haben ja diese Quickpässe, die man ja auch kaufen kann für, ich glaube, 15 Euro für 3 Fahrten oder 4 Fahrten, ich bin mir nicht genau sicher. Ist eine schöne Sache. Vielleicht kommt sowas ja auch in Zukunft für Jahreskarteninhaber, wenn sich die Regelungen da nochmal ändern, dass es heißt, okay, jeder, der eine Jahreskarte hat, eine teure Jahreskarte, darf einmal am Tag oder so so eine Premier Access Attraktion fahren. Das sind aber alles Wünsche, das sind keine Pläne, die da wirklich ausgesprochen wurden oder im Himmel stehen, die geplant sind. Das sind alles nur meine Illusionen. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und mich würde natürlich auch mal interessieren, wie ist denn eure Meinung dazu? Seid ihr eher auch wie ich Team Fastpass oder würdet ihr auch den Standby-Pass, den würde ich ja auch nutzen, der ist ja kostenlos, oder sogar den Premier Access Pass nutzen und dafür dann Geld bezahlen, um mit den Attraktionen schneller zu fahren? Schreibt einfach mal unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch aus anderen Freizeitparks da schon mal Erfahrungen gesammelt. Es gibt sowas ja tatsächlich schon öfters. Und wie gesagt, da habe ich immer andere Parks so ein bisschen belächelt. Dachte, okay, das ist in Disneyland immer super, aber gut, ändert sich dann jetzt und müssen wir so akzeptieren. Ich denke einfach mal, das wird das Wichtigste gewesen sein. Ich werde bestimmt das eine oder andere vergessen haben, was wir aber dann nochmal besprechen, wenn wir dann nochmal vor Ort sind. Das ist ja schon Ende August. Ich hoffe, dass das alles klappt und dass sich das mit den Inzidenzen auch so hält. Im Moment ist es ja alles wieder so ein bisschen schwierig, aber wir sind einfach guter Dinge und hoffen einfach, dass wir die Princess Celebration Ende August erleben können und auch dann davon berichten dürfen. Und da werden wir diese Sachen auch dann nochmal richtig live testen, wie sie funktionieren und euch dann auch nochmal zeigen. Bis dahin hoffe ich einfach, dass euch dieses
kleine Video, so klein ist es ja, glaube ich, gar nicht geworden, wenn ich jetzt auf die Zeit gucke. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach bitte einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns schon ganz bald wieder, denn am Wochenende steht ja was ganz, ganz Großes an. Die Brina, die Simone und ich, wir werden Wunscherfüller im Europapark für ein Wunschkind von Make-A-Wish sein. Und da nehmen wir euch natürlich auch mit. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Bis dahin, wir sehen uns.